Trimli ist eine Herzklinik, die den gesamten Spektrum der Herzchirurgie anbietet, außer Transplantationen und Kunstherzen sowie Kinderchirurgie. Wir sind in der heutigen Zeit medizinisch komplett etabliert und bieten die modernsten Verfahren, die es in der Herzchirurgie gibt, und denken, dass wir da gute Qualität erreicht haben. Wir machen unsere Bypass-Patienten alle am schlagenden Herzen. Wir werden das dann bei der Operation sehen. Das Herz arbeitet weiter. Wir benötigen nicht die Herz-Lungen-Maschine, können aber gleichwohl dort die Bypasses anbringen. Bei der Operation haben wir einen Patienten, der eingeengte Herzkranzgefäße hat. Diese Einengungen sind anatomisch so verteilt, dass man dort keine Stents macht oder machen kann. Und deswegen die Bypass-Operation indiziert ist. Wir haben diese Bypass-Operation zusammen mit den Kollegen der Kardiologie in dem sogenannten Herzteam festgelegt und werden das heute durchführen. Wir werden 3 Bypasses machen, nehmen 2 Arterien, weil die besten Langzeitergebnisse aufweisen, und auf den einen Herzkranzgefäß, was etwas kleiner ist, eine Vene aus dem Bein entnehmen. Der Patient wird durch die Pflegefachfrau von der Bettenstation in die Schleuse vom Operationstrakt gebracht. Dort wird er umgebettet auf einen Operationstisch und in den Vorbereitungsraum der Anästhesie geschoben. Dort werden die Installationen zur Überwachung der Vitalfunktionen wie Blutdruck und Puls angebracht. Verschiedene Katheter werden eingelegt, unter anderem in die Vene am Arm und Hals, und die Narkose eingeleitet. Der Patient leidet an einer koronaren Herzkrankheit, einer häufigen Erkrankung, welche durch Verengung der Herzkranzgefäße und dadurch schlechtere Durchblutung des Herzmuskels bedingt ist. Es ist eine Bypass-Operation geplant. Dabei werden die verengten Stellen mit Bypassgefäßen überbrückt und die ausreichende Durchblutung des Herzens wiederhergestellt. Als Bypassgefäße werden bei diesem Patienten die beiden Brustwandarterien und eine oberflächliche Vene vom Bein benutzt. Während das Team der Herzanästhesie die Narkose einleitet, bereiten im Operationssaal die technischen Operationsfachfrauen und Männer die sterilen Instrumente für die Operation vor. Diese werden griffbereit auf den Operationstischen ausgelegt. Sobald der Patient im Operationssaal ist, wird die Haut mit Desinfektionsmittel abgewaschen und sterile Tücher um das Operationsgebiet geklebt. Der Operateur und die Leiterin der Herzanästhesie kontrollieren gemeinsam mittels Ultraschall die Herzfunktion. Die Befunde der zuvor durchgeführten Herzkatheteruntersuchung werden am Computer nochmals gemeinsam durchgesehen und geplant, an welche Kranzgefäße Bypässe angeschlossen werden. Und hier sehen wir die CX, die am Abgang fast zu ist. Das wäre dann so zweifach. Das bedeutet, dass wahrscheinlich die rechte zu ist. Und wenn wir dann weitermachen, eine, dann sehen wir, dass die rechte Herzkranzarterie verschlossen ist. Deswegen planen wir einen zweifachen Bypass mit 2 Arterien und 1 Vene. Das Operationsteam wird steril angezogen. Während der Operateur den Brustkorb eröffnet, nimmt die Kardiotechnikerin die Vene vom Bein. Apnoe. Das Brustbein wird mit einer Säge durchtrennt. Wieder beatmet werden. Dann wird der Brustkorb aufgespreizt und die Brustwandarterien, welche beidseits neben dem Brustbein verlaufen, vorsichtig freigelegt. Sonja?
Wasser. Echt? Mhm. Oh, shit, ich hab danach wird der Herzbeutel eröffnet und mit Haltefäden aufgespannt. Ich habe Schrittmacher, Drähte, Ventrikel. Die Herzkranzgefäße können jetzt am schlagenden Herzen direkt vom Auge betrachtet werden. Okay, wir haben keinen Druck jetzt. Ich weiß. Alles gut. Okay. Und da an der Seite es wird eine geeignete Stelle für eine Bypassnaht gesucht und das Herz dort fixiert. Dann kann die Kranzarterie eröffnet werden. Mit diesem Gerät, was ich gerade da auf dem Herz draufsetze, stabilisiere ich die Position, wo wir den Bypass nähen müssen, sodass wir da in Ruhe nähen können. Aber das übrige Herz hier weiter schlägt und wenn Sie sehen, den Blutdruck, der ist absolut normal. So können wir trotz Vermeidung der Herz-Lungen-Maschine an dieser Stelle einen Bypass nähen und das Herz schlägt weiter. So. Während des Annähen des Bypasses wird ein kleiner Shunt in die Kranzarterie eingelegt, welcher in der Zeit die Durchblutung des Gefäßes unverändert gewährleistet und die gute Sicht des Operateurs ermöglicht. Vor dem Knüpfen der Naht wird der Shunt wieder entfernt. Und jetzt sind wir vorbereitet, die Anastomose zu nähen. Wir sehen, es ist sauber, es blutet nicht. Das ist das zu anastomosierende Gefäß oder die Überbrückung. Das habe ich vorhin freigelegt. Danach wird der zweite Bypass vorbereitet und wieder in ähnlicher Weise an das nächste Kranzgefäß angenäht. Anschließend wird der Blutfluss im Bypass mit einer kleinen Ultraschallsonde kontrolliert. Um an die Hinterwand des Herzens zu gelangen, wird das Herz vorsichtig kopfwärts aus dem Herzbeutel gekippt und an der Herzspitze mit einem saugnapfähnlichen Fixationsarm gehalten. An der Hinterwand verläuft die rechte Kranzarterie, welche auch verengt ist. Diese Engstelle wird mit der Vene vom Bein überbrückt. Da die Bypass- und Herzkranzgefäße sehr zart sind und die Nähte sehr sauber und exakt ausgeführt werden müssen, arbeitet der Operateur mit einer Lupenbrille. Zusätzlich zu den Operationslampen trägt er eine Stirnlampe, damit sein Arbeitsfeld optimal ausgeleuchtet ist. Und stoppt die Blutung. Dann können wir in Ruhe dieses Gefäß an die Hauptschlagader. Nach der Naht der Vene an die Kranzarterie wird sie am anderen Ende mit der Hauptschlagader verbunden. So, das ist so das Gerät mit dem Messer da hinten und das machen wir da jetzt. Da ist das Loch entstanden und das ist diese Schnecke. Die wird jetzt in die Hauptschlagader hineinkommen und wenn wir sie rausziehen, wird sie wie ein Schirm von innen das Bluten verhindern. So, jetzt sehen Sie, da ist ein Loch. Sie sehen durch meine Kopfkamera das. Und das Loch blutet nicht. Und ich kann jetzt das Gefäß da hineinnehmen. Thank you.
Nachdem alle Bypässe angenäht sind, verabschiedet sich der Operateur. Der erste Assistent legt Drainagen ein, kontrolliert nochmals die Blutstillung und verschließt das knöcherne Brustbein mit Drähten. Nach der Hautnaht werden sterile Verbände angebracht. Schließlich wird der Patient aus dem Operationssaal herausgefahren und auf der Intensivstation überwacht. In der Regel kann der Patient nach einem Tag schon wieder auf die Bettenstation zurückkehren. Der Patient ist stabil, wir haben einen dreifachen Bypass gemacht mit diesen Arterien, also Schlagadern, die wir aus dem Brustkorb genommen haben oder in der Nähe von dem Brustbein und dann noch ein Stück Venen aus dem Bein. Die Bypasses haben wir am schlagenden Herzen gemacht, sodass wir die Gesamtbehandlung oder die Komplikationsraten im Griff haben. Der ist stabil, braucht nicht viel Unterstützung fürs Herz und wird jetzt langsam auf die Intensivstation kommen. Es ist äußerst wichtig, dass wir im Team arbeiten, dass wir jede Operation oder die wichtigen Schritte der Operation vor jeder Operation besprechen, und das machen wir, und dass wir während der Operation wirklich laut miteinander reden, damit jeder weiß, was es zu tun gibt. So eine Operation läuft eigentlich immer gleich ab. Für uns ist das sehr wichtig, damit jeder im Saal seine Funktion übernehmen kann und weiß, was er zu tun hat. Und die Operation, die man jetzt gesehen hat, die ist schon ziemlich typisch, wie das eigentlich abläuft. Die Emotionen nach einer Operation sind immer positiv, wenn der Patient sehr stabil war und auch direkt nach der Operation, nach dem Verschluss vom Brustkorb, wenn er dann stabil bleibt und das EKG normal ist und man braucht nicht viel Medikamente, um den Blutdruck zu unterstützen und für den Herzrhythmus, dann ist man eigentlich immer so entspannt, weil dann weiß man, dass eigentlich in der Regel dann der Verlauf positiv einfach abläuft. Also was ich prinzipiell immer wichtig finde, man muss immer darüber im Klaren sein, dass sehr viele Abteilungen und auch viele Leute bei so einer Operation involviert sind. Die Logistik ist relativ aufwendig, auch die Abklärungen für den Patienten. Und es ist immer wichtig, dass die Rollenverteilung im OP klar gegliedert ist, damit jeder seine Aufgabe kennt, dass wenn es kritisch wird, dass jeder dann so agieren kann, dass man den Patienten unterstützen kann, damit da keine größeren Komplikationen entstehen.